Zum 65. Mal internationale Pferderennen. Meierfeld Bader Gatzdorf, Rosser jetzt Meierfeld. Mit Schirm, Charme und Melone. Trotz also Schirm und Melone, die es braucht bei dem Regenwetter, viel Charme. Zum Filmen war es einfacher hier unter Dach. So sollte man etwa mal einen Schirm oder eine Melone im Weg haben. Aber trotzdem interessant mit viel Charme. 5200 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zum Schluss gekommen. Neun Rennen besteigen die beim ersten ein Flachrennen. Preis von der Bündner Herrschaft 2650 Meter. 8'000 Franken dotiert und wenn nicht mal die Kamera ein bisschen ruckelt, es hängt halt einfach am Regen und am Schirm, den man noch heben musste. Viel Vergnügen! Maria übernimmt erstmal die Spitze, außen Giulietta, dann folgt innen Jascarpone mit Pontero und am Schluss des Feldes Mr. Zopp. Erste von drei Tribünenpassagen in sehr gutem Tempo für die lange Distanz mit Caria vor Jascarpone. Ich hoffe, dass Sie jetzt da aufpassen, es ist doch recht glitschig und die gehen recht schnell. Vorne ist Caria, an zweiter Position außen Giulietta, innen lauert Jascarpone, dann folgt Pontero und Mr. Zopp. Vorne ist Caria, an zweiter Position, da geht jetzt innen durch, zwischen den Beinen durchgeht Jascarpone. Jascarpone oder Pontero, das sind für mich hier die Sieger. Denn von hinten kommt nicht viel, es sei denn, Mr. Zopp würde noch den Turbo zünden. Jascarpone geht jetzt wieder in Front, noch 200 Meter. Jascarpone vor Pontero. Jascarpone mit Pontero, Pontero, Jascarpone, Pontero. Pontero ist vorne, aber Jascarpone kämpft. Jascarpone oder Pontero, Jascarpone innen, Pontero außen. Jascarpone, Pontero, Jascarpone, Jascarpone oder Pontero. Dahinter dann Caria mit Mr. Zopp und am Schluss Giulietta. Boah, war ganz, ganz knapp. Ja, was soll ich sagen? Wir warten alle, wir warten und warten. Und ich kann euch nicht mal zum Klatschen animieren, weil ihr habt ja die Schirme in den Händen. Also warten wir mal noch. So, das Verdikt ist gefallen. Sieger, die 2 Pontero und die 4 Jascarpone. Wir haben 2 Sieger. Boah, danke Markus. Zwei Sieger. Und ist auch Sieger, hallo. Komm, Sally, komm. Sie kann es nicht glauben. Und erneut dieses spannende Duell mit Clément Leroux und eben Sally. Und deshalb begrüßen wir jetzt die Sieger. Die Sieger heißen Jascarpone und Sally Langhardt. Das ist dein Applaus. Und Pontero mit Clément Leroux. Der Start war beschleunigt. Wird den Start jetzt dann freigeben. Das ist offenbar der Start zum zweiten Rennenpreis des Casino Bader Gatz. Gustavo de Schoma übernimmt die Spitze, innen dahinter ist Hai Nun, dann in zweiter Spur außen Ericeira. Gegen den ersten Bogen mit Gustavo de Joma außen drückt Ericeira, Hai Nun ist innen an dritter Position, dann folgt Hey Soul Sister mit Gorky Brio an vierter Stelle, dann Destrofern, Ronin dieses Mal im Trab gestartet und am Schluss des Feldes Paul Testa. Wir kommen in die erste Gegenseite unter dem Tempodiktat von Gustavo de Joma, Joey Vignoni, der ihn stark zurücknimmt. Ericeira außen im Rücken von Gustavo de Joma ist es Hai Nun. An die Seite von Hai Nun geht nun Gorky Brio. Dann folgt das Duo Ronin außen in den Hey Soul Sister und am Schluss des Feldes Oldista zusammen mit Destro Fern. Ericeira mit Gustavo de Joma, der innen aber auf dem kürzen Weg dagegen hält. Dann folgt Hai Nun, der mir viel Gas zu haben scheint. Fehler von Destro Fern. Neben Hai Nun außen Gorky Brio, zweite von drei Tribünenpassagen, noch eine Runde. Unverändert Gustavo de Joma. Mit Ericeira außen, dann Hai Nun innen, gefolgt von Gorky Brio. Dann Hey Soul Sister mit Ronin und Holtista. Durch den Janinsa-Bogen zum letzten Mal. Gustavo de Joma in Front mit Joey Vignoni. Dann folgt außen an zweiter Position Ericeira mit Nicole Schneider, dann Hai Nun mit Pascal Schneider, dann Hey Soul Sister mit Ronin und Oldista. Wir sind im Janinsa Bogen, im Schlussbogen.
und Ainun ist eingeklemmt. Der Favorit, unverändert Gustavo de Joma. Joy Vignoni weiß, dass die Gefahr in seinem Rücken ist. Gustavo de Joma, jetzt kommt Ainun frei. Gustavo de Joma mit Ainun, der kommt eben doch nicht frei. Gustavo de Joma, Ainun ist hoffnungslos eingeklemmt. Jetzt kommt Gorky Brio mit Gustavo de Joma vor Gorky Brio. Gorky Brio, Gorky Brio, Gorky Brio gewinnt vor Ronin. Dann folgt Gustavo de Joma mit Ericeira. Dann Ainun, der nie, aber auch nie auf freie Bahn kam, der große Pechvogel und Oldista. Ja, und etwas, was wir alle kennen, ist sicher Wellen und nicht können. Und in dem Rennen da haben wir es sehr schön gesehen. Einer hat die Wellen das ganze Rennen durch und hat nicht können. Und wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre. Und Sie haben es sicher gesehen, das Pferd mit der Nummer 1 den ganzen Weg nie ein Loch gefunden zum Durchschlüpfen. Aber ein anderer hat es können ausgespielt. Im Preis des Casino Bad Ragaz begrüßen wir die Sieger. Und die Sieger heißen Gorky Brio und John Seydoux. Dritten Rennenpreis des Kantons Graubünden. Dancing Boy übernimmt die Spitze vor Fleur di Panema, eine Lücke bis zu Valet de Fleur und am Schluss Otto. Jetzt kommt aber Valet de Fleur. Valet de Fleur wird richtig schnell und auch Otto wird schnell. Dancing Boy ist gestellt, Valet de Fleur, und zwischen den beiden versucht jetzt Otto anzugreifen. Valet de Fleur vor Otto. Valet de Fleur ist vorne, aber Otto kommt. Valet de Fleur vor Otto. Valet de Fleur gewinnt hier überlegen. Er hat keinen Finger gekrümmt. Valet de Fleur. Das war so gedacht von allem Anfang an, dass Valet de Fleur dieses Rennen gewinnt. Und das wurde auch so umgesetzt. Valet de Fleur gewinnt mit Clément Lheureux im gewöhnlichsten Spaziergalopp an zweiter Position dann Otto. Hier begrüßen wir die Sieger. Und die Sieger heißen Valet de Fleur und Clément Lheureux. Und das sieht jetzt nach einem Start aus. Wo ist Sunny? Sunny, Schimmelstute mit Lorena Knecht, ist turmhoch überlegen vor den anderen. Dahinter gibt es den Kampf um den Tagessieg bei den A-Ponys. Mit Buchbühls Checkout is Chick, der den im Vorteil ist gegenüber SHM Redis Rebel Electric Boogie. Dann kommt innen Mahalia immer besser auf. Vorne ist Sunny und Lorena Knecht. Überlegen gewinnen die hier. Dann der Kampf um den Tagessieg bei den A-Ponys. In Gelb Buchbühls Checkout is Chick mit Alva Leuthard. Dann SHM Redis Rebel Electric Boogie mit Alva Leuthard und noch sehr schnell wurde am Schluss Mahalia mit Jessica Münzing und auf dem vierten oder fünften Platz, je nachdem, ob man die Kategorie oder den Tagessieg nimmt, Cheyenne mit Jana Münzing. Das gibt jetzt da irgendwas wie denn die Ranglistung und ich habe es euch gesagt, der da mit seiner kurzen Beine ist unglaublich, oder? Aber er schafft es einfach immer, wenn man denkt, der Kopf so wenig, ob dem verlockenden grünen Gras da auf dem Rosriert. Nicht einfach, das Rennen so zu laufen. So, die Rangliste stimmt. Also, im Herbstpreis des Ponyrennclub begrüßen wir die Sieger. Die Sieger in der Kategorie heißen Sunny und Lorena Knecht. Die Kategorie B, sie ist in 715 Meter gestartet und am Schluss als erste ins Ziel gekommen. Das größte von diesen Pony eben in der Kategorie B. Gratuliert der Lorena Knecht für die tolle, ruhige Fahrt, aber zielorientiert hat sie das hier absolviert, ihres Rennen.
Und dann begrüßen wir auch in der Kategorie A die Sieger. Kategorie A heißt Buchbühls Checkout ist. Genau, Sie kennt den Namen. So gut. Checkout ist Chick und Alva Leuthardt. Der zweite Rang geht an Redis Rebel Electric Boogie mit Enya Bausch. Cooler Name für das Pony, Electric Boogie. Und dann. Familie Mützing hat es unter sich. Da kann man lachen. Der dritte und der vierte Rang haben wir Jessica Mützing mit Mahalia. Und Diana mit Cheyenne. Der läuft sich mal da an, was alles los ist. In wenigen Augenblicken kann es losgehen. Gummiband ist gespannt, die Pferde kommen heran, Puderäf, der Schimmel. Sieht so aus, als würde Thomas Poran hier vorne gehen wollen. Das ist der Start zum vierten Rennenpreis der Gemeinde Bad Ragaz. Puderäf übernimmt die Spitze, gefolgt von Persian Doll, dann My First Moon und am Schluss Eleganza. Gegen das erste Hindernis die Hürde. Das erste von 21 Hindernissen mit Puderäf vor Persian Doll, dann My First Moon und Eleganza. Das zweite Hindernis ist der Jan Inser, dann der Englische, einmal quasi im Kreis rum und dann wieder vor die Tribüne. Die Spitze hat Fou de Rêve. An zweiter Position Persian Doll, dann folgt My First Moon. Michael Huber, der schaut, dass er ganz am Schluss positioniert ist mit Eleganza, damit sie dort ruhig galoppiert, unterwegs keine Kraft verbraucht und am Schluss dann zulegen kann. Über die Erdwallhecke im Bogen, dann am Tribünensprung vorbei. Den gilt es nicht zu absolvieren auf diesem Parcours über die Hürde. Das sechste Hindernis, Puderäf vor Persian Doll, dann My First Moon und Eleganza über die Hürde. Puderäf, Persian Doll, My First Moon und Eleganza. Gegen die Rudi-Günthardt-Hecke, das ist am Schluss dann der Einlaufsprung. Insgesamt dreimal zu absolvieren mit Puderäf. Vor Persian Doll, dann My First Moon und Eleganza. Wieder der Jan Inser, der Englische in der Gegenseite, die zweite Runde, genau wie die erste im Kreis herum hier auf dem Rossriff. My First Moon, sehr gut gesprungen, wird wieder zurückgenommen hinter Persian Doll, sodass die Reihenfolge unverändert 2, 3, 4 und 1 ist. Das sind Puderäf vor Persian Doll, My First Moon und Eleganza. Puderäf über den Englischen, Persian Doll, My First Moon, Eleganza, alle gut gesprungen, wieder gegen die Restaurant Grünwaldhecke. Das zehnte von 21 Hindernissen. Wir haben bald Halbzeit, was die Hindernisse betrifft. My First Moon wieder mit einem großen Sprung vorne ist. Puderäf vor Persian Doll, My First Moon und Eleganza. So langsam aber sicher wird es ernst. Das elfte Hindernis, die Jagdhürde, Erdwallhecke im Bogen, wieder vor die Tribüne. Und dann geht's, wenn wir über die Rudi-Günthardt-Hecke sind und den Jan Inser in die Diagonale, und dann geht's richtig zur Sache. Puderäf führt, Persian Doll ist Zweite, dann My First Moon und Eleganza. Michi Huber hat alle Hände voll. Die Eleganza würde gerne schneller, darf sie auch, aber noch nicht jetzt. Vorne ist Puderäf. Mit Persian Doll an zweiter Position, dann My First Moon und Eleganza noch in Lauerstellung. Über die Rudi-Günthardt-Hecke. Dann beim nächsten Mal ist das dann der Einlaufsprung von der anderen Seite her, Jan Inser, und dann die Wendung nach links in die Diagonale. Über den Wassergraben. Und jetzt aufpassen, die Reiter mit Puderäf. Kleiner Fehler von My First Moon und Eleganza rückt jetzt innen durch an zweite Stelle auf. Noch fünf Hindernisse. Puderäf, dann ganz innen Persian Doll, dann ist Eleganza zur Stelle und auch My First Moon. Hier etwas unorthodox springt, aber Ivan Kerk ist noch im Sattel und jetzt geht die Post richtig ab. Das viertletzte Hindernis ist die Grünwaldhecke.
mit Eleganza, die jetzt schon die Spitze übernommen hat. Eleganza über den Jeninser mit Fuderev an zweiter Stelle, dann etwas weniger gut gesprungen, My First Moon, Persian Doll ist vierter, gegen den letzten, Eleganza, aber Fuderev gibt sich noch nicht geschlagen. Eleganza in Front mit Michael Huber, hinter Thomas Bocher mit Fuderev und dritter ist My First Moon. Eleganza, Fuderev kommt, Eleganza vor Fuderev, Eleganza ist vorne, Eleganza, Fuderev wird schneller, Eleganza mit Fuderev, Eleganza, Fuderev ist zweite, My First Moon hält sich gut als dritte und Persian Doll nicht weit geschlagen, vierte, toller Ritt von Michi Huber mit Eleganza. Ja, und die Sieger heißen Eleganza und Michael Huber. Im fünften Rennen natürlich keine Programmänderung gemeldet. Alle in ihrem Rennprogramm auf Seite 39 angegeben und fertig sind am Start. Ja, Markus, auch fünftes Rennen. Regen, macht es etwas aus, der Regen? Der Regen, ja. Schon, ja. Der ein oder andere Ross, der halt, den vielleicht nicht so gerne den Boden hat, dass es ein bisschen rutschig wird. Die Reiter müssen ein bisschen besser aufpassen. Aber bis jetzt ist alles gut gegangen. Und von da oben, ja, regnet ein bisschen auf darum habe ich die Mütze, oder? Ich habe nicht mehr viel Haar, aber so kommt es natürlich besser. So kann ich mich konzentrieren, dass die Brille nicht beschlagen ist. Ja gut, ich meine, die Haare passen zum Mondstein, gell, natürlich. Also, du bist immer gut drauf, gell? Und bist immer ständig und immer gut informiert. Wie machst du das? Ich lebe den Sport mit jeder Faser von meinem Körper. Da muss ich gut drauf sein. Ja. Du lebst den Sport, du schaust oben aber zu bei den Jagdrennen. Eine Menge enge Kurven. Gell? Hast du nicht mal das Gefühl, hoffentlich rutscht es nicht? Das ist manchmal auch eine Nervensache. Gell? Ja, klar. Also, ich meine, das ist so. Man sieht es ja manchmal auch ein bisschen im Voraus gekommen, dass vielleicht schon beim Sprung vorher ein bisschen etwas gesehen ist und denkt, jetzt kommt einer, der ein bisschen heikler ist, der Sprung. Aber ja, in der Regel haben die Reiter ja absolut im Griff. Fahrer auch natürlich. Hast du den Lupo im Griff? Du hast vorhin gesagt, der schnarrt. Ja, der Lupo, das ist so. Der Knopf, den man den Lupo abstellen kann, den gibt es nicht. Aber das zeichnet ihn ja im Grundsatz auch aus. Und manchmal ist ja froh, gell? Am letzten Sonntag zum Beispiel bist du froh, dass du weitergeredet, weil es natürlich eben auch, ja, hat deine Favoriten gewesen sind, die gewonnen haben natürlich, gell? Ein grosser Preis vom Eierfeld. Also manchmal ist man dann auch froh, wenn man so einen Kollegen hat, oder? Ja, man ist immer froh, Kollegen. Also ich meine, ganz allein wäre das da jetzt nicht so lustig. Wenn du so müsstest reiten, auf wen würdest du es schauen, jetzt bei dem tiefen Boden? Also inzwischen ist er doch recht tief, oder? Ja, nein, also tief ist es schon noch nicht. Es ist einfach, es ist jetzt oben durch ein bisschen, hat es jetzt ein bisschen weicher geworden, ein bisschen durchlässiger. Aber wenn ich müsste reiten, müsste ich vor allem, ja, ich habe jetzt 15 Kilo abgenommen in den letzten 5 Monaten, aber da müsste ich doch noch einiges, bis ich könnte reiten. Oder meinst du nicht das? Doch, natürlich, natürlich. Weißt du, ich denke, nur wenn du so das kommentierst, denkst du immer, hey, was machen die mit? Meine, die stehen ja mehr oder weniger im Sattel, in den Jockey, oder? Wenn du das letzte Mal gesehen hast, ja. Vor dem Hindernis dort, zack, zack, einmal ein kleines Brems und dann bist du weg. Also, gleich noch relativ gefährlich natürlich, das Ganze, gell? Ja, die haben halt, die haben das schon im Griff. Also, dort letzten Sonntag, ja, wenn ein Ross halt nicht springen will, dann, ja, was will man machen? Das sind 500 Kilo und du sitzt oben drauf, oder du stehst oben drauf, wie du richtig sagst, da hast du nicht so die Einwirkung, oder? Darum ist wichtig, dass das Zusammenspiel funktioniert und in der Regel passt es ja. Du machst das mit Leib und Seele von oben vom Turm aus, gell? Ja, mit Leib und Seele, mit allem, was ich habe, ja. 14 Minuten vor dem Rennen, vor dem fünften Rennen, was musst du da noch machen? Auf was musst du vor allem jetzt noch schauen? Ja, jetzt muss ich warten, bis der Lupo fertig ist, dann kann ich wieder reden. Wir hören ihn, er ist schon dran, gell? Ja, wir hören ihn immer, ja. Sobald es rauskommt zum Führing, dann bist du dran. Nachher bin ich dran und dann ist dann mal wieder ein Moment ein bisschen Ruhe. Und wenn wir noch ein bisschen da raus schauen, es täuscht manchmal noch, gell? Wenn sie zum Jeninser Bogen rauskommen, dann siehst du ein kleines bisschen, ob wir nicht ganz genau wie Positionen sind. Ja gut, das ist klar. Wenn sie gerade so ganz von vorne kommen, dann ist es manchmal schwierig. Aber das Auge, ja, muss halt dann, also das Auge ist das eine und das Hirn muss dann irgendwie zusammensetzen, das, was dann da kommt. Und, ja, aber das ist die Erfahrung halt auch, was es dann irgendwo ausmacht. Und, ja, und sonst sage ich immer, Fehler können passieren.
zwei Sieger im ersten Rennen. Du hast gesagt, den langsamen Druck kriegst du noch nie gesehen. Das heisst, du bist auch gespannt gewesen. Du hast gedacht, das kann fast gar nicht wahr sein, dass das zwei wirklich fast auf 1000 Sekunden gleich reinkommen. He? Ja, es ist schon verrückt, oder? Wenn über 2650 Meter, glaube ich, das Rennen dort gewesen, wenn genau. Wir das recht im Kopf haben, die so eng sind. Auf dem Monitor hat man es nicht gesehen, genau. Und haben gesagt, gut, jetzt tun wir es ausdrucken, die Rennleitung, oder? Da schauen dann alle miteinander, Zielrichter und die von der Rennleitung, müssen sie dann auch unterschreiben und absegnen. Sie haben es ausdrucken. Und wenn man dort auch nichts sieht, dann ist das Rennen. Gut, dann ist das Rennen gewesen. Markus Moschein, der Speaker im Turm, aber es ist viel auch noch von dir abhängig. Die Stimmung, die trotz dem Regen wirklich super überkommt, du machst es absolut toll. He? Ja, danke, wenn das so ist. Danke vielmals, ja. Freut mich. Und die Pferde sind gestartet. Start zum Preis 65 Jahre Christian Lampert und Dominik Immobilien AG Chur. Sir Vulcano sichert sich erstmal die Spitze. Dahinter der Schimmel Ulster, dann folgt Isfahan, der Fuchs, der gerne schneller gehen würde, und am Schluss Singleton mit Tim Bürgi. Erste von zwei Tribünenpassagen mit gespitzten Ohren für Sir Vulcano. Das fällt in den Mainfelder Bogen. Ulster ist Zweiter, dahinter Isfahan und Singleton am Schluss des kleinen, aber sehr feinen Feldes. Vorne Sir Vulcano, der macht hier doch gutes Tempo. Für 2650 Meter auf diesem Boden. Es geht gegen den letzten Bogen. Die Spannung steigt mit Sir Vulcano in Front. Dann ist Isfahan zur Stelle. Ulster lauert nur darauf, bis Sally Langhardt ihm sagt, jetzt geht's schneller und es geht innen, könnte die Lücke dann aufgehen. Und Singleton ist ebenfalls zur Stelle. Die vier Pferde innerhalb von keinen drei Längen. Sir Vulcano bekommt Druck von Isfahan, wehrt sich aber dagegen. Ulster hat jetzt etwas Mühe, ist aber noch nicht geschlagen, und auch Singleton, der hat einen riesen Speed dann, wenn es sein muss. Vorne ist Sir Vulcano. In der Mitte der Bahn kommt Singleton und außen ist Bahn. Singleton greift Sir Vulcano an. Singleton oder Sir Vulcano? Sir Vulcano oder Singleton? Singleton außen, Sir Vulcano innen. Sir Vulcano, Singleton, Singleton oder Sir Vulcano? Singleton! Singleton, was für ein Top-Ritt von Tim Bürgin. 1000 Sasa, großartig. Hervorragend, Singleton gewinnt mit Tim Bürgin auf einer Distanz, die für das Pferd eigentlich zu weit ist, auf Boden, was das Pferd eigentlich nicht gerne hat, und trotzdem gewinnt Singleton. Und mit dieser schönen Siegerfanfare begrüßen wir den Sieger Singleton und Tim Bürgin. Kannst nur wiederholen, was der Markus schon gesagt hat. Klasse Ritt von dem erfahrenen Mann, an Tim Bürgin, im Besitz von der Familie Hartmann und trainiert von der Claudia Erni. Das Singleton. Wie läuft es am Sekretariat? Gut, es läuft reibungslos, ist ein Haufen los, aber gut. Mag man schon noch ein bisschen merken, gell? Das Wetter und der Boden und der Regen. Ja, das ist schade. Wir haben eigentlich wirklich mit gutem Wetter gerechnet. Die Prognosen waren sehr gut. Es hat uns eigentlich Kaiserwetter versprochen und hat leider geändert. Aber das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben und müssen das Beste daraus machen. Und die Leute sind ja trotzdem da, weil sie gerne da sind. Und bleiben gesund, ich heisse, es ist ein bisschen kalt bei euch hier am Sekretariat. Nein, ist alles gut. Das ist der Start zum sechsten Rennen, Raststätte Heidiland Trophy Grand Prix Mainfeld. Innen El Atori mit einem guten Start. Und das ist jetzt noch ein Fehlstart. Ihr Vodepar, wir haben einen Fehlstart. Ich sehe jetzt nicht wirklich einen Grund dafür, aber die Rennleitung wird einen haben und hat den Start deshalb abgebrochen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was anders war als beim ersten Mal, aber diesmal erklingt die Glocke und das ist der gültige Start. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen, immer noch Zweierkolonne. Und ein Fehler von El Atori, oder mindestens ein Rumpler, ein Zögern. Blackjack Fromm ist vorne, El Atori kontert jetzt doch nochmal innen. Außen muss Clark Soto weite Wege gehen. Biku Depp, der hat keinen Meter zu viel gemacht. Cocktavon ist dabei, das ist nicht mehr der Fall für Direct Way. So kommt das Feld jetzt in den Einlauf, noch 200 Meter. Innen El Atori in der Mitte der Bahn. El Atori mit dem Fehler. El Atori ist weg, vorne ist Blackjack Fromm. Jetzt kommt außen Clark Soto. Clark Soto wird immer schneller, aber Blackjack Fromm hält dagegen. Clark Soto oder Blackjack Fromm? Clark Soto gewinnt vor Blackjack Fromm. Dann der Fehler von Biku Depp, der schon vorhin im Galopp war. Dann Cocktavon und die anderen beiden, aber Clark Soto mit John Sedou gewinnt auch das zweite Rennen. John Sedou, der Doppelsieger.
Und wie gesagt, hätte ich vom Turm runtergekonnt, ich hätte Clark Soto gewettet, vielleicht hat es der eine oder andere noch gemacht und ein bisschen was Geld verdient. Ja, Lupo, alias Freddy Wolf, der Monstein sagt, der Lupo schnarrt immer. Also du weißt immer etwas zu sagen, gell? Ja, für das bin ich auch da und es ist ja, geht ja auch darum, das Laienpublikum, das nicht jeden Tag auf der Rennbahn ist, ein bisschen zu unterhalten und zu informieren. Ja. Das ist Erfahrung, das merkt man. Ich meine dir und überall, was Pferderennsport anbelangt, überhaupt die Sportveranstaltungen betrifft. Du lebst da mit. Ja, ich denke, dass ein bisschen meine Stärke ist, so zu reden, damit das Publikum, das da ist, eben mich versteht. Also man muss so kommunizieren, dass sie wissen, von was man redet und das ein bisschen gut überbringen und dann kommt es gut. Und sagst du noch, wenn du auf Verfahren wartest und der andere hockt noch fast in der Herrschaft darüber, sagst du, es ginge lang bis zur Siegerehrung. Also, das ist doch so ein bisschen eine Sprache, dass man rauskommt, von einem anmacht zum Zulassen. Das ist schon ein bisschen deine Stärke, ja? Das ist es, ja. Das denke ich schon, dass das dazu gehört, ja, zu meiner Stärke. Und schön ist, wenn das Publikum darauf reagiert. Und ist gut. Ist das jetzt noch ein bisschen schwierig bei diesen Bedingungen? Ist noch nicht ganz tief der Boden, aber zum Teil ein bisschen schlieferig, oder? Der Regen hört sich langsam auf, aber keine guten Bedingungen eigentlich, oder? Doch, also ich würde sagen, die Bedingungen sind sehr gut. Die Bahn ist gut, das ist natürlich die äußeren Bedingungen, wenn man das so anschaut. Regen ist natürlich während der Rennen nicht wirklich erfrischend, sozusagen, aber der Boden nimmt noch etwas auf. Und ich sage einfach immer, am Schluss ist es ein Outdoor-Sport und wenn Dritter und Fahrer da ihren Kopf mitnehmen, dann kommt es gut. Auch bei den scharfen Wänden, kein Problem. Genau, das ist natürlich der Knackpunkt, die scharfen Wendungen. Die müssen, dort müssen sie eben den Kopf einschalten. Das Rennen wird gerade bei den langen Rennen, wo die engen Wendungen sind, nicht auf den ersten 2000 Meter entschieden. Ich habe mal mit dir ein bisschen beobachtet. Ich habe dann auch gemerkt, dass beim Jagdrennen vorher, beim Rennen Nummer 4, glaube ich, da bist du zum Teil ein bisschen nervös. Du denkst, holt es der noch ein, die Sehne, du lebst immer ein bisschen mit, gell? Ja, das ist klar. Ich bin natürlich gewöhnt. Ich kommentiere sonst auch Pferderennen. Und dann liegt es natürlich ein bisschen auf der Hand, dass man da ein bisschen mitgeht. Und wenn man dann noch Pferde kennt, die drin sind, dann umso mehr. Ja, ich habe da schon ein bisschen mitgefiebert. Ja. Du hast jemanden wetten? Ab und zu gehe ich ein Wett tätigen, wenn ich da gerade vorbeilaufe und Zeit habe, dann platziere ich einen. Ja. Und da, die Unterlage, die kommst du immer noch ein bisschen zum Atmen. Du bist ja ständig und immer im Treifen, immer die neuesten Informationen. Wie machst du das? Du hast dich fest vorbereitet oder wie geht das? Ja, also bei dem Job jetzt hier, Führing und Siegerehrungen, muss ich mich nicht extrem vorbereiten, weil da passiert ein Haufen spontan und darum muss man gar nicht zu viel auswendig lernen. Da oben auf dem Turm wäre es anders, dort muss ich mich gut vorbereiten, weil ich nicht jedes Pferd kenne und alle Farben, aber so da unten kommt das relativ locker. Und auch du erlebst heute mal gewisse Überraschungen, gell? Mit 15 Jahren trettet man ab in den Pony. Da bist du selber überrascht gewesen, ja? Das ist eine Aussage, die mich tatsächlich, ja, das hat mich sehr überrascht, wo sie das gesagt hat, ich bin zahlt zum Weitermachen. Ja, ist lustig natürlich, wenn, und da merkt man auch, wir müssen schauen, den Nachwuchs muss man früh generieren, solange nicht warten, bis 15 sind und dann absteigen. Ja, dann machst du weiter so, oder? Du und der Mondstein, ihr seid ja die beiden Garanten, gell? Auch als Speaker natürlich, um da Spannung einzubringen, auch wenn das Wetter heute nicht so will, wie man es gerne hätte, oder? Ja, es ist gut. Wir haben zuerst mal jetzt, wo wir miteinander das machen, so in dieser Konstellation, und es funktioniert tipptopp und das Rennen ist von außen. Es ist ein Outdoor-Sport und ich bin das gewöhnt und mir macht das nicht aus. Alles gut. Und das ist der Start zum 7. Rennen, großer Preis der Graubündner Kantonalbank Chur. Das Jagdrennen über 4200 Meter, das erste Hindernis ist der englische. Mit Baracla, der gleich mal die Spitze übernimmt, vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas am Schluss des Feldes. Über die Rue de Guttard-Hecke insgesamt viermal zu absolvieren, am Schluss wird das dann der Einlaufsprung sein. Das nächste ist der Käppeliwall, den gilt es auch einmal im Jagdrennen zu absolvieren mit Baracla in gutem Tempo vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und am Schluss Kerlas. Über die Hürde und dann in den Bogen mit der Erdwall-Hecke. Kleiner Fehler von Feu de Bois und auch Kerlas, wenn ich es richtig gehört und gesehen habe. Im Bogen die Erdwallhecke und dann der Tribünensprung zweimal zu absolvieren. Mit Baracla und Thomas Bohan. Dahinter lauert Julien Lemay im Sattel von Feu de Bois. Dann Ivan Kerki mit Un Petron Lord, der seiner Riesengaloppade. Und am Schluss Michael Huber mit Kerla. Der Tribünensprung mit Baracla, Feu de Bois,
Dann Ampet Honlor mit einem Riesensprung wieder drüber und Kerlas am Schluss des Feldes. Über die Rudi Günthardt-Hecke, dann der Jeninser, Englische in die Gegenseite, dann wieder vor die Tribüne. Mit Barakla, der Favorit, der dem Feld den Weg zeigt. Für de Bois an zweiter Stelle, dann un Patron Lord, der gerne noch etwas schneller galoppieren würde. Und am Schluss Kerlas. Über den Jeninser alles sauber drüber mit Barakla. In nicht allzu schnellem Tempo vor Feu de Bois, dann un Patron Lord und Feu de Bois. Kerl am Schluss, Feu de Bois an zweiter Stelle. So ist es, zwei Weiße. Nicht ganz so schwierig. Vorne unverändert Barakla vor Feu de Bois, dann un Patron Lord und Kerlas am Schluss des Feldes. Die Restaurant Grünwald-Hecke, das 11. von 22 Hindernisse, Halbzeit. Un Patron Lord an dritter Position, vorne ist Barakla, dann folgt Feu de Bois in der Reihenfolge, wie sie schon von ganz Anfang an hier war, und am Schluss galoppiert Kerlas. Wieder der Tribünensprung, das 13. Hindernis zum letzten Mal über den Tribünensprung mit Barakla vor Feu de Bois, dann un Patron Lord und Kerlas. Tribünensprung mit Barakla vor Feu de Bois, un Patron Lord und Kerlas. Die Rudi Günthardt-Hecke beim nächsten Mal dann von der anderen Seite als Einlaufsprung. Über die Hürde und jetzt der Wassergraben. Und nach dem Wassergraben geht es von uns aus gesehen gleich nach links für die Reiter nach rechts. Wassergraben, ja, sind alle mit dabei. Vorne ist Barakla vor Feu de Bois. Dann un Patron Lord, Ivan Kerki hat den Anschluss wieder geschafft. Und auch Kerlas auf dem kürzesten Weg innen durch noch mit dabei. Über das nächste Hindernis und jetzt noch vier Sprünge. Restaurant Grünwald-Hecke, vorne ist Barakla. Jetzt drückt aber un Patron Lord an die Seite von Feu de Bois. Feu de Bois greift ebenfalls an. Jetzt ist wichtig, dass man keine Fehler mehr macht beim Springen. Vorne ist jetzt Feu de Bois. Feu de Bois vor Barakla, dann un Patron Lord, der versucht hier dran zu bleiben, ist aber schwierig auf Kerla, auf der Verfolgung. Vorne ist Feu de Bois. Feu de Bois, genau jetzt, wo er gut springen sollte, macht das un Patron Lord nicht mehr ganz so schnell. Vorne ist Feu de Bois. Zweiter Position ist es Barakla und Kerlas sieht hervorragend aus da an dritter Stelle. Kann hier Michael Huber noch was ausrichten, innen durch vielleicht vorne Feu de Bois. Feu de Bois vor Barakla und Kerlas. Un Patron Lord musste abreißen lassen. Das letzte Hindernis, die Rudi Günthardt-Hecke mit Feu de Bois vor Barakla und innen kommt Kerlas. Feu de Bois, Barakla, Kerlas. Feu de Bois ist vorne und Feu de Bois wird hier nicht mehr geschlagen. Feu de Bois, da muss er aber doch noch weiter reiten, dieser Julien Lemay. Feu de Bois gewinnt vor Barakla. Dann folgt Kerlas und in Front Lord. Ja, hinten verabschieden wir. Un Patron Lorde, tolles Rennenzeit, immer groß gesprungen, bis am Schluss. Dann auch Kerlas mit Michael Huber. Und Barakla's, einmal mehr seine Klasse zeigt mit dem Thomas Bohan. Und das ist der Moment für euch. Und die Sieger heißen Feu de Bois und Julien Lemay. Und das ist der gültige Start zum 8. Rennenpreis des Ostschweizer Traber Club und Champagne Laurent Perriessa in Nyon. Die Nummer 5 Kiss Forever HC übernimmt erstmal die Spitze vor innen Everlasting Love. Dann folgt Corleone, der Favorit Emir de Forge. Orientiert sich jetzt nach außen auf zweite Spur, um nicht eingeklemmt zu werden. Das ist jedenfalls schon mal keine schlechte Idee. Und Jean-Bernard Matte dann innen im Rücken jetzt von Everlasting Love ist sein Stall- und Trainingsgefährte Bombastic Dumerl. Und den Schluss bilden Cora du Châtelet und Diva du Fosse. Everlasting Love fällt zurück und galoppiert. Everlasting Love ist raus. Vorne der Angriff von
Diva du Fosse jetzt außen herum. Diva du Fosse geht an Corleone heran. Diva du Fosse greift an. Und innen kann Kiss Forever HC halbwegs kontern. Noch 200 Meter. Diva du Fosse oder Kiss Forever HC? Kiss Forever HC, Diva du Fosse ist vorne. Diva du Fosse. Diva du Fosse mit Silvan Krüsi. Das ist der Sieg für Diva du Fosse. Mit Silvan Krüsi. Überlegen gewinnt er hier. Kampf um den zweiten Platz noch mit. Vermutlich Kiss Forever HC oder Corleone. Und vor Corleone, so habe ich es gesehen. Dann Emir de Forge. Dann Bombastik du Merl und dann Cora du Châtelet. Und im Preis des Ostschweizer Traberclubs heißen die Sieger Diva du Fosse und Silvan Krüsi. Ja, da kann man nur sagen, Silvan, bravo, gut gemacht. Im Besitzer von Barbara Krüsi, auch trainiert von der Barbara Krüsi, im Preis des Ostschweizer Traberclubs gratulieren wir den Sieger und Vertreter von der Tatjana Jacki und der Silvia Lusti. Der Ostschweizer Traberclub, herzlichen Dank für das Engagement zusammen mit Champagne Laurent Perrier. Danke vielmals für die schöne Untermalung von dieser Siegerehrung auf der Bahn im Rosried. Und Diva du Fosse, sie möchte gar nicht mehr gehen mit diesen schönen Ehrenpreisen. Ja, kleine Diva ist eine Diva. Sie genießt es genauso, die Siegerehrung hier. Und wir verabschieden Sieger Diva du Fosse und der Silvan Krüsi. Danke nochmal dem Ostschweizer Traberclub und der Jagdhornbläser Grazia Fitsch. Heidi und Peter, genauso. Und wir gehen zum nächsten Rennen. Was macht der Starter? Schwierig einzusehen von hier. Aber ich denke, es geht langsam aber sicher los. Und das ist der Start und niemand geht, wie schon am letzten Sonntag. Start zum großen Preis des Cross Club Maienfeld. Cross Country über 4800 Meter. Contretous geht sofort an die Spitze und macht etwas mehr Tempo als am letzten Sonntag. Müssen die anderen schauen, dass der Abstand nicht zu groß wird. 4800 Meter ist aber doch ein langer Weg. Thomas Boran stellt ihn zusammen und er springt. Wunderbar. An zweiter Position Galant Ischedi. Dann folgt Gordon Pym mit Cup Ocean, der gerne schneller gehen möchte. Und dann Alba gegen die Hürde. Und am Tribünensprung vorbei mit Contretous vor Galant Ischedi. Dann folgt Gordon Pym mit Cup Ocean und Alba. Die Rudi Günthardt-Hecke. Am Schluss ist das dann der Einlaufsprung. Gilt es insgesamt viermal zu absolvieren. Dann wieder Ferien Inser und drauf zum Holzbrunnen. Mit Contretous in ansprechendem Tempo. Galant Ischedi lässt nicht abreißen. Dann folgt Gordon Pym mit Cup Ocean an vierter Position und Alba ist fünfter und damit bereits letzter. Und da bricht, nein, da springt er wieder nicht. Contretous, unglaublich. Er springt wieder nicht und ist aus dem Rennen. Contretous und die Pferderennen Maienfeld-Bad Ragaz 2022, das ist keine Liebesbeziehung. Vorne ist Galant Ischedi jetzt auf sich gestellt. Zweiter ist Gordon Pym, der ist wieder ausgebrochen, dieser Contretous. Ich kann es nicht fassen. An dritter Position ist es Cap Ocean und dann Alba. Jetzt ist das Rennen natürlich völlig offen, weil der Favorit nicht mehr mit dabei ist. Gegen das nächste Hindernis, Baumstamm und dann die Wendung nach links wieder gegen die Erdwallhecke und nach der Erdwallhecke wieder Wendung nach links, von uns aus gesehen nach rechts, gegen den Tamina Forst Holzsprung. Galant Ischedi ist vorne mit
Michael Huber. An zweiter Position Julien Lemay mit Gordon Pym, dann Ivan Kerki, Cap Ocean und dann Carina Schneider mit Alba. Über den Sprung und dann die Wendung. Das ist wichtig da. Gut, sie sind nicht allzu schnell, dann ist es auch nicht so schwierig. Tamina Forst, Holzsprung. Müssen Sie die Beine da schauen, dass Sie nicht anschlagen. Tun Sie auch nicht. Cap Ocean wird zurückgenommen an letzte Stelle über den Keppeliwall vor der Tribüne. Mit Galant Duchesne vor Gordon Pym, dann Alba und Cap Ocean. Der die Sprünge immer so gut macht, dass Ivan Kerki schauen muss, dass er hinten bleibt. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, als er gewonnen hat, im Schlafmodus, da verpufft er keine unnötige Energie. Wieder über die Rudi Günthardt-Hecke mit Galant Duchesne. Gefolgt von Gordon Pym, dann Alba und Cap Ocean. Und im Hintergrund sehen wir Thomas Bohin. Was ihm jetzt durch den Kopf geht, können wir uns etwa vorstellen. Die Hürde und dann gegen den Englischen. Und es folgt nach dem Englischen, dem großen Grünen, folgt der Mauer Tiefsprung. Und dann wieder gegen den Holzsprung. Mit Galant Duchesne. Aber jetzt zuerst der Englische, der große Grüne in der Gegenseite. Galant Duchesne, Gordon Pym. Cap Ocean springt wieder hervorragend, wird sofort wieder etwas gebremst von Ivan Kerki. Mauer, Tiefsprung, Alba an vierter Position. Galant Duchesne, Gordon Pym, Cap Ocean und Alba. Der Mauer, Tiefsprung ist absolviert, das 16. von 30 Hindernissen. Jetzt kommt der Holzsprung, Tamina Forst, alle springen hier gut. Jetzt an den Fanions vorbei, Restaurant Grünwaldhecke, wieder der Englische. Und Galant Duchesne zeigt den Weg. An zweiter Position Gordon Pym. Sehr gut gefällt mir auch Cap Ocean an dritter Stelle. Und Alba hat ebenfalls Anschluss. Hochgesprungen, Alba und auch Cap Ocean vorne. Galant Duchesne, und der macht jetzt doch etwas mehr Tempo. Wieder gegen den Englischen, nach rechts die Hürde. Rudi Günthardt-Hecke vor die Tribüne über den Keppeliwald mit Galant Duchesne, gefolgt von Gordon Pym. Cap Ocean ist da und auch Alba. Alle Pferde haben noch ihre Chance, hier ganz vorne am Ende zu landen. Nach rechts über die Hürde, genau. Dann der Rudi Günthardt-Hecke und wieder vor die Tribüne. Dann der Keppeliwall und dann die entscheidende Passage mit Maueraufsprung und gleich die Wendung. Aber jetzt die Rudi Günthardt-Hecke, Galant Duchesne führt, Gordon Pym, dann Cap Ocean und Alba. Jetzt über den Keppeliwall, zum letzten Mal, Galant Duchesne mit Michael Huber. Dahinter Julien Lemay, Gordon Pym, dann Ivan Kerki im Sattel von Cap Ocean, dem Sieger vom letzten Sonntag, und Alba mit Carina Schneider. Maueraufsprung und dann gleich die Wendung nach rechts und gegen den Wassergraben hier vor die Tribüne. Wer macht das am besten? Galant Duchesne. Ganz innen durch geht Alba. Die geht hier vom dritten an die zweite, dritte Stelle. Cap Ocean ist jetzt im Moment letzter. Wassergraben, da kommen sie jetzt aber sehr, sehr weit und springen vermutlich rechts rüber und müssen jetzt die Wendung in die andere Richtung nehmen. Das hat Ivan Kerki schlau gemacht, hat wenig Kraft verbraucht. Alba innen, Galant Duchesne führt noch fünf Hindernisse. Galant Duchesne vor Gordon Pym, dann Alba und Cap Ocean. Cap Ocean geht an dritte Stelle, vorne versucht Galant Duchesne sich zu verabschieden, noch vier Hindernisse. Mit Galant Duchesne vor Gordon Pym, Cap Ocean, Holzsprung. Das nächste Hindernis mit Galant Duchesne vor Gordon Pym. Wann kommt der Angriff von Cap Ocean? Noch nicht, kann ich nur sagen. Einsprung. Und da stürzt, Sturz von Galant Duchesne. Galant Duchesne ist gestürzt. Galant Duchesne steht, der Reiter steht auch. Und vorne versucht Gordon Pym sich zu verabschieden. Cap Ocean ist dran, Alba ist geschlagen. Gordon Pym oder Cap Ocean heißen die Sieger im letzten Rennen. Gordon Pym vorne, Cap Ocean kommt und Cap Ocean sieht stark aus. Gordon Pym oder Cap Ocean? Gordon Pym mit Julien Lemay, der hat heute schon gewonnen. Oder Ivan Kerki mit Cap Ocean. Gordon Pym oder Cap Ocean? Cap Ocean innen sieht fürs Auge besser aus. Aber außen ist Gordon Pym. Gordon Pym oder Cap Ocean? Cap Ocean ist vorne. Cap Ocean oder Gordon Pym? Cap Ocean! Cap Ocean gewinnt vor Gordon Pym. Dann folgt Alba und
Genie, der steht, der trat dort, also keine Sorgen um Cap, um Galant du Genie. Und der Sieger, der heißt Cap Ocean mit Ivan Kerki. Ganz großes Kino. Und die Sieger im großen Preis des Cross Club Maienfeld heißen Cap Ocean Ivan Kerki. Gut gemacht, Ivan. Super Ritt. Trainiert von Isabel und Karl Klein. Von der neuen Besitzergemeinschaft Pro Hindernis Racing Club. Gewinnt Cap Ocean sein zweites Rennen für diesen neu gegründeten Rennclub. Ein Erlebnis, Maienfeld. Das nächste Jahr wieder im Oktober. Es ist immer ein Ereignis. Wenn man beim Cross-Club dabei ist, dann ist es auch ein gesellschaftliches Ereignis. Mit einem Jahresbeitrag ist man auch dabei, er kann Erkundungen im Netz. Man kann aber auch beim Rennverein beitreten mit 100 oder 200 Franken. Auch das gibt Vergünstigungen und zum Teil eine bessere Sicht. Wir haben ja gesehen, wie es beim Filmen rauskommt, wenn man drinnen steht und wenn alle den Kopf rausstrecken, möglich noch mit Schirm und Melone. Ja, einfach ist das ganz sicher nicht. Also, wenn es besser sehen wollt, wenn ihr vielleicht auch gesellschaftlich etwas erleben möchtet, dann macht doch mit beim Crossclub oder beim Rennverein.